Ja, so, da sind wir wieder zurück. Ganz leichte Verspätung. Ich finde das überraschend, wie gut wir den Zeitplan gehalten haben. Also vielen Dank auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass trotz der, wie ich hörte, hochspannenden Diskussionen in den Workshops wir jetzt also wieder hier zurück sein können, um die kommende Dreiviertelstunde sozusagen unsere Anhörung auch der Polizeigewerkschaften machen können. Wir haben uns das am Anfang vorgestellt, dass wir schauen, naja, vielleicht gewinnen wir ja jemanden, und am Ende hat sich herausgestellt, es gibt so ein Entgegenkommen und so ein Interesse zu unserem Kongress, dass sogar gleich die drei Gewerkschaften, die wir im Auge hatten, alle zugesagt haben, und wir sogar die Vorsitzenden von Gewerkschaft der Polizei, der Deutschen Polizeigewerkschaft und auch den stellvertretenden Vorsitzenden des Bunds Deutscher Kriminalbeamter gewinnen konnten. Also lieber Herr Wittaut, lieber Herr Wendt, lieber Herr Carstensen, vielen Dank und herzlich willkommen hier auf dem Grünen Polizeikongress. Wir freuen uns darauf, dass Sie uns einen Einblick bieten in Ihre Positionen zur Polizeipolitik, auch zur Innenpolitik, und uns auch durchaus sehr offen und ehrlich sagen, was Sie von der Politik und auch von uns Grünen und vielleicht auch von all denjenigen, die sich hier als Gäste und Teilnehmer mit dem Thema Polizei beschäftigen, was Sie von denen erwarten, von uns erwarten und was Sie sich auch wünschen als Vorsitzende der Polizeigewerkschaften oder der Gewerkschaften im Bereich der Polizei. Und ich freue mich, Sie hier direkt begrüßen zu können, Ihnen das Wort zu geben, und beginne mit Herrn Wittaut und würde dann direkt im Anschluss Herrn Wendt und dann Herrn Carstensen bitten, direkt hier ans Pult zu kommen. Vielen Dank, und das Wort ist Ihnen. Bitte schön. Herr Professor, ist das Ihr Handy? Hier liegt ein Handy. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Albrecht, vielen Dank, dass wir die Gelegenheit haben, oder dass ich die Gelegenheit habe, für die Gewerkschaft der Polizei nicht nur an Ihrem Kongress teilzunehmen, sondern auch angehört zu werden. Mir wäre es lieber, wenn wir diskutieren würden, weil eine Anhörung kenne ich aus dem Bundestag, beziehungsweise kenne es aus den entsprechenden Ausschüssen. Dort wird man gehört, man wird abgehakt, und das war es dann. Wenn das der Fall auch hier sein sollte, höre ich jetzt sofort auf. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will mich natürlich auch so ein bisschen konzentrieren auf das, was heute hier überwiegend besprochen wird, weil ansonsten wäre natürlich die Situation für mich nicht nur sehr einfach, sondern auch sicherlich sehr spannend, einmal durch alle Bundesländer zu gehen, weil wir natürlich sehr unterschiedliche Strukturen in den Bundesländern haben, weil wir sehr unterschiedliche personelle Situation in den Bundesländern haben. Da gibt es mittlerweile aufgrund der Föderalismusreform ein so weit Auseinanderdriften alleine in der Besoldung meiner Kolleginnen und Kollegen, dass ich schon ein dringendes Anliegen habe. Differenzen für die gleiche Arbeit zwischen 200 und 800 Euro im Monat, je nachdem in welcher Besoldungsgruppe man ist, entspricht aus meiner Sicht nicht dem Prinzip, was im Grundgesetz geregelt ist, eine Gleichheit der Lebensverhältnisse in Ost und West in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen. Das ist etwas, was aus meiner Sicht zumindest in diesem Punkt hier auch nicht in Ordnung ist. Ich will jetzt aber mich wirklich darauf konzentrieren, was wir auch im Grunde genommen heute besprochen haben. Ich will mal ein bisschen eingehen auf die digitale Welt. Für den einen ist das ja ein Fluch, für den anderen ist das ein Segen. Die einen sorgen sich um die Sicherheit ihrer Daten, und die anderen beklagen das sogenannte Cybermobbing, fürchten sich vor der Crime Scene Internet und verteufeln die Betreiber sozialer Netzwerke. Andere bejubeln die schnelle Verfügbarkeit jeder noch so belanglosen Nachricht, tauschen mit Netzfreunden zwischen Anchorage und Brisbane bunte Urlaubsbilder aus und kaufen sogar Frischmilch aus dem Online-Shop. Die Frage, glaube ich, zu welcher Gruppe man selber gehört, muss man sich jetzt auch selber stellen. Aber ich bin davon überzeugt, jeder von uns kennt mittlerweile im Grunde genommen das Internet. Ich kenne keinen einzigen Totalverweigerer, der sich nicht damit auseinandersetzt, sondern jeder ist in irgendeiner Form damit bekannt. Wir als Polizei in Deutschland gehen letztendlich mit der Tatsache, dass die Online-Welt einen immer stärkeren Einfluss auf uns nimmt, sehr objektiv und sehr professionell um. Sie bewertet letztendlich, wie sich die Aufgabenlage der Prävention, der Strafverfolgung,
durch die teilweise Verlagerung des kommunikativen Miteinanders im Netz verändert. Wir prüfen, wie wir unseren Wirkungsgrad durch die Einbindung dem neuen Medium angepasster Maßnahmen erhöhen können. Und dabei ist aus meiner Sicht eins wesentlich. Wir als Gewerkschaft der Polizei wollen uns einen wirklich konsequent rechtsstaatlichen Rahmen als Auftrag geben. Dafür werden wir auch gemeinsam kämpfen, dafür werden wir auch einsetzen. Deswegen bin ich auch gleich dafür und will es auch ganz deutlich sagen. Wir sind nicht dafür, dass die Polizei wiederum in das Mittelalter zurückfällt, noch wollen wir uns zum Richter aufspielen, denn alleine, als ich das gelesen habe heute Morgen in einem der Foren, wurde die Frage gestellt, die Polizei fahndet online, kehrt der öffentliche Pranger zurück. Der Pranger oder der Schandpfahl war ein Strafwerkzeug in Form einer Säule, eines Holzpfostens, einer Plattform, an denen ein Bestrafter gefesselt oder öffentlich vorgeführt wurde. Da brauche ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Aber wenn hier möglicherweise das, was in Amerika gang und gäbe einzieht, dann bin ich davon überzeugt, dass das nicht nur für die Polizei eine noch schwierigere Aufgabe wird, sondern dass das aus unserer Sicht auch unsere Gesellschaft noch massiv verändern wird. Und ich bin davon überzeugt, dass die Frage, und diese Frage muss auch erlaubt sein, ob nicht doch eher populistische Effekthascherei auf dem Rücken rechtsstaatlicher Grundsätze betrieben wird, wenn der Internetpranger eingeführt werden soll. Dazu habe ich ein kleines Beispiel. Wurde ja vorgeschlagen, Namen und Aufenthaltsorte von verurteilten Sexualstraftätern, die aus der Sicherungsverwahrung entlassen wurden, im Internet zu veröffentlichen. Wir lehnen das im Übrigen strikt ab. Wer solche Forderungen erhebt, muss sich bewusst sein, dass er mindestens eine Mitverantwortung dafür trägt, wenn es zu Aufrufen von Lynchjustiz kommt. Auf der anderen Seite kann es aber nur zu solchen kruden Ideen kommen, aus meiner Sicht, weil der Gesetzgeber geschlafen hat. Die Legislative musste sich ja auch von mehreren Gerichten in ihrem Umgang mit sicherungsverwahrten Tätern korrigieren lassen. Zwei schwerwiegende Fehler wurden aus meiner Sicht gemacht. Zunächst wurde nämlich ignoriert, dass die zu Recht kritisierte Praxis der nachträglichen Verlängerung der Sicherungsverwahrung mit den Menschenrechten kollidiert. Und zweitens wurde versäumt, für haftentlassene, stark rückfallgefährdete und damit sehr gefährliche Sexualstraftäter Einrichtungen zu schaffen, in denen sie gesichert untergebracht werden können. Wir haben immer noch die Hände damit zu tun, und zwar voll zu tun, haftentlassene und trotzdem hochgefährliche Straftäter unter Beobachtung zu halten. Und deswegen glaube ich, die Einführung eines Internetprangers würde meine Kolleginnen und Kollegen endgültig vor unlösbare Aufgaben stellen. Wenn ich mir vorstelle, dass wir dann im Grunde genommen tatsächlich nur noch durch die Straßen fahren, wo wohnen Sie denn, wo sind Sie denn gekennzeichnet, wir müssen Sie schützen, wäre das aus meiner Sicht etwas, was ich nicht will, was ich auch nicht brauche. Anderes Thema, die Polizei fahndet online. Ist sie ausreichend gerüstet für die Ermittlung im Internet? Klar, nein. Mit dem Internet zweifellos hängt zusammen die Problematik der Mindestspeicherung von Verkehrsdaten. Als Grüne lehnen Sie die ja ab und ich zitiere mal, anlasswörtlich, so beginnt das Zitat, anlasslose Massenspeicherung der Telekommunikationsdaten der Bürgerinnen und Bürger lehnen Sie grundsätzlich ab. Sie halten aus meiner Sicht dieses Instrument für eine grundlegende Abkehr vom bisherigen, sorgfältig austarierten von den Grundrechten und von dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geprägten System der Strafverhinderung und der Strafverfolgung. Sie sehen 82 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland unter Generalverdacht gestellt. Das sei unverhältnismäßig und greife in die Kommunikationsfreiheit aller Bürger ein. Es sei mir erlaubt, dass ich vielleicht doch den einen oder anderen Punkt noch mal deutlich sage. Wir befürworten eine verfassungskonforme Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung. Nach unserer Überzeugung ist es für die Abwehr konkreter, erheblicher Gefahren und für die Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich, Verbindungsdaten aus dem Bereich der Telekommunikation rechtssicher erfassen und auswerten zu können. Diese Verbindungsdaten dürfen nur ausgewertet werden, wenn dies zwingend notwendig ist. Das heißt in der Praxis, wenn Polizei und Staatsanwaltschaft eine schwere Straftat nur aufklären können, wenn Verbindungsdaten dazu ausgewertet werden. Wir wollen eine Verkehrsdatenspeicherung, die voll im Einklang mit dem von uns allen hochgeachteten Bundesverfassungsgericht steht. Deshalb schlagen wir vor und fordern Sie auf, das auch umzusetzen, eine getrennte Speicherung für eine asymmetrische Verschlüsselung, für ein Vier-Augen-Prinzip und für eine sichere Protokollierung von Zugriffen und Löschungen. Und im Übrigen, auch das sei mir gestattet,
Die Quick-Freeze-Lösung lehnen wir ab. Ich will jetzt nur ganz kurz verweisen auf das Bundeskriminalamt. Und ich glaube, wenn der Präsident des Bundeskriminalamtes sich in die Öffentlichkeit damit mit diesen Zahlen auch bewegt, ist das etwas, was er nicht nur verantworten, sondern was er auch belegen kann. Von rund 5.100 Auskunftsersuchen der Polizei konnten ca. 4.300 Ersuche nicht beantwortet werden. In etwa 1.900 Fällen ging es um besonders schweren Computerbetrug und in rund 1.640 dieser Fällen ging es um die Verbreitung, den Erwerb und den Besitz von Kinder- und Jugendpornografischer Daten und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Ich finde, diese Zahlen sprechen für sich. Und ich hoffe, dass Sie mit mir einer Meinung sind, diese Zahlen sind unerträglich. Die Gewerkschaft der Polizei setzt bei der verfassungskonformen Vorratsdatenspeicherung im Übrigen auf die volle richterliche Kontrolle. Und da bitte ich Sie auch darauf zu achten. Dies beugt den Verdacht einer ungeordneten Datensammelflut vor. Und wir wehren uns eindringlich, und ich bitte auch wirklich darüber nachzudenken, wenn man solche Vorwürfe äußert, wir wehren uns eindringlich gegen das in der Öffentlichkeit eingetretene schiefe Bild von der Totalüberwachung. Und dieses Bild ist aus meiner Sicht auch deshalb schief, weil jeder Facebook-Nutzer an das amerikanische Online-Unternehmen, welches ja noch nicht mal ein Büro in Deutschland hat, sie überlegen ja, ob sie eins einrichten wollen, jeden Tag das gesamte Internetnutzungsverhalten freiwillig weitergibt. Facebook verdient sein Geld damit, Daten weiterzugeben und weiter zu veräußern. Nochmals, wir als Polizei, wir als Gewerkschaft der Polizei wollen zur Abwehr erheblicher Gefahren und zur Aufklärung schwerster Straftaten mit voller richterlicher Kontrolle bereits vorhandene Daten gerichtsverwertbar auswerten dürfen. Wie sieht es mit anderen polizeilichen Ermittlungen aus? Nur ganz kurz, soziale Netzwerke gehören halt mittlerweile zu den sogenannten Web-2.0 Anwendungen, in denen jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, überall mittels einer Internetverbindung für alle zur Verfügung zu stellen. Dabei geht es aus meiner Sicht insbesondere um die Informationen über sich selbst und die sogenannte Pinnwand- oder Gästebuchfunktion bietet anderen Nutzern die Möglichkeit, Einträge zu tätigen. Auch von daher bin ich davon überzeugt, dass wir diese Privateinstellung letztendlich auch dem Nutzer die Möglichkeit bieten müssen, seine personenbezogenen Daten vor dem illegalen Zugriff zu schützen. Ein weiterer Aspekt bei den sozialen Netzwerken, und darauf will ich jetzt hinaus, ist auch etwas, was momentan immer mehr an Aktualität erfährt, nämlich die Einladung insbesondere jüngerer Menschen zu sogenannten Facebook-Partys. Häufig enden diese Partys in Alkoholexzessen oder Ausschreitungen, sodass dann schlichtweg eine Diskussion darüber entsteht, wer soll denn jetzt für diese Kosten aufkommen. Ich darf Ihnen am Rande nur verdeutlichen, dass Jugendrandale kein neuartiges Facebook-Phänomen ist, sondern ein seit vielen Jahren bekanntes jugendspezifisches Verhalten in einer ganz bestimmten Phase. Es ist aus meiner Sicht zudem heuchlerisch, wenn sich Politiker immer und immer wieder über ausufernde Facebook-Party-Krawalle erregen, aber letztendlich in den entscheidenden Sitzungen, wenn es darauf ankommt, notwendige Gelder für Jugend- und Sozialarbeit verknappen. Die nächste Randale wird jedenfalls nicht dadurch verhindert, dass aus meiner Sicht einem jungen Mädchen eine 200.000 Euro Kostenrechnung von der Polizei in den Briefkasten gesteckt wird. Aber nun zu den polizeilichen Möglichkeiten der Gefahrenabwehr im virtuellen Leben. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der in sich greifenden Grenzen virtueller Interaktion und realer Interaktion kann es beispielsweise sein, dass über ein soziales Netzwerk eine Amoktat angekündigt wird und sich diese dann in der realen Welt tatsächlich ereignet. Deswegen ist ebenso die im virtuellen Raum betriebene Radikalisierung von Menschen bis hin zur Begehung eines realen Anschlagsversuches leider Realität. Bei der in den sozialen Netzwerken verfügbaren Masse an personenbezogenen Informationen stellt sich dann die Frage, unter welchen taktischen Gesichtspunkten diese Informationen für die präventiv-polizeiliche Aufgabenbewältigung von Bedeutung sind. Primär geht es darum, den polizeirechtlichen Störer und sein Umfeld mit Blick auf den polizeilichen oder auf den zugrunde liegenden Sachverhalt zu analysieren. Dazu sind die im Netz gewonnenen Daten nicht immer aufgrund ihres nicht verifizierbaren Wahrheitsgehaltes immer eine polizeiliche Grundlage. Und dennoch sind sie aus meiner Sicht von immenser Bedeutung. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass es im Netz keinen rechtsfreien Raum geben darf und dass der Gesetzgeber der Polizei unter Wahrung des Bestimmtheitsgrundsatzes Möglichkeiten schaffen muss,
auch im Netz präsent zu sein. Ich will jetzt mal einen kleinen Sprung machen, auch im Hinblick auf die Zeit. Ich sehe aus meiner Sicht mehrere Forderungen. Erstens, der wachsenden Bedeutung des Internets angemessen ist nicht die Zahl der Mittler, die wir im Bereich der Polizei haben. Wir stricken zurzeit krampfhaft Programme, um Menschen, die auf dem Gebiet wirklich fit sind, die studiert haben, die Informatiker und Informatikerinnen sind, bei unserer Polizei unterzubringen. Wir können sie nicht entsprechend bezahlen, weil die freie Wirtschaft uns sie wegkauft. Deswegen brauchen wir nicht nur Qualifizierungsmaßnahmen, sondern wir brauchen auch Instrumente, mit denen wir aus diesen starren Besoldungssystemen rauskommen. Damit wir aus diesen starren Vergütungssystemen hinauskommen und nicht einen Beamten wie das Land Mecklenburg-Vorpommern oder einen Informatiker verbeamtet mit der Perspektive A11 als Hauptkommissar und nur durch seine Verbeamtung ein sicherer Arbeitsplatz in Zukunft ihn dazu bewegen kann, in Mecklenburg-Vorpommern zu bleiben beim Landeskriminalamt mit der weiteren Perspektive im Wege der Ausbildung irgendwann nochmal entsprechend besser bezahlt zu werden. Irgendwann nochmal. Ich finde, hier müsste von der Politik auch eine entsprechende Konzeption mit auf den Weg gebracht werden, dass das, was wir benötigen, um auf diesem Gebiet das entsprechende Know-how zu haben, auch leisten können. Das fehlt uns. Genauso fehlt uns das entsprechende Personal, was die entsprechenden Festplatten auswertet, die mittlerweile, diese Auswertung dauert mittlerweile bis zu 2 Jahren, solange ruht bzw. solange geht ein Verfahren, nicht in die weitere Bearbeitung, ist eine personelle Situation, mit der wir nicht einverstanden sind. Wir sind im Übrigen auch nicht damit einverstanden, dass alle Länder weiter erklären, sie wollen in Zukunft Personal einsparen. Wir haben bereits 10.000 Kolleginnen und Kollegen verloren und die Prognosen, das, was wir wissen, werden noch mal rund 10.000 in den nächsten Jahren bis zum Jahre 2020 sein. Das bedeutet also schlichtweg 20.000 Kolleginnen und Kollegen in 2 Dekaden abgearbeitet, ist aus meiner Sicht etwas, was wir überhaupt nicht tolerieren können. Und da bitte ich Sie auch eindrücklich für zu sorgen, dass das in dieser Form nicht mehr passiert. Ich will jetzt aber trotzdem noch mal so einige Punkte sagen, die mir auch in Zukunft gedacht wichtig sind. Bei dieser ganzen Thematik, Bootnetze, DNS-Changer, Ransomware, DDoS und alles, wie das heißt, da sind viele Fachleute vielleicht von Ihnen und von euch hier, die das viel, viel besser können als ich. Aber ist aus meiner Sicht eines deutlich geworden. Wir brauchen auf der europäischen Ebene eine viel intensivere Vernetzung, weil wir zum Beispiel auch bei grenzüberschreitender Kriminalität zurzeit hinterherlaufen. Es gibt technische Entwicklungsmöglichkeiten, die in Brüssel quasi vorbereitet werden, die aber letztendlich von unserer Struktur föderal nicht umgesetzt werden, beziehungsweise es dauert Jahre, bis das umgesetzt wird. Eines der größten Mankos, die wir in der täglichen Arbeit im Streifenwagen spüren. Und da sollte auf jeden Fall etwas gemacht werden. Wir sollten darüber hinaus uns auch damit auseinandersetzen, wie moderne Fahndungsinstrumente weitergenutzt werden. Und ich habe vorher in diesem einen Workshop ein Beispiel genannt. Es gibt mittlerweile in Amerika ein sogenanntes Preventive Profiling. Dort werden über die Erfassung von Daten und Fakten und Unterlagen mögliche Tatorte erkannt, an denen die Polizei dann nach einer Wahrscheinlichkeitsberechnung eher ist, weil dann dort eine Straftat geschehen soll, als das dem Zufall überlassen wird. Ob das richtig ist oder nicht, aber es ist Forschungsbedarf auf diesen Gebieten in der Bundesrepublik Deutschland vorhanden. Deswegen muss auch für die Polizei, über die Deutsche Hochschule Polizei und über unser Forschungsinstitut das entsprechende Mittel oder die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ich sehe auch einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Insbesondere müssen wir einführen einen neuen Straftatenbestand zur Datenhehlerei. Ich bin auch davon überzeugt, dass es richtig ist, dass insbesondere auch eine TKÜ möglich sein muss für Straftaten, die sich gegen die informationstechnische Systeme bzw. dort gespeicherte Daten richten. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir auch eine Befugnisnorm in der StPO zur Online-Durchsuchung benötigen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir die EU-Richtlinie 006/24 Vorratsdatenspeicherung umsetzen. Ich bin auch davon überzeugt, dass gleichzeitig die Gleichstellung von Telemedien und Telekommunikationsdienstleistern im Hinblick auf ihre Verpflichtung zur Auskunftspflicht gegenüber den Strafverfolgungsbehörden ein richtiger Schritt ist. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir insgesamt eine Qualifizierungsoffensive in der Polizei benötigen, um dann also auch dann dort auf diesem Gebiet fit zu sein. Ich bin auch davon überzeugt, wir sollten darüber nachdenken, aufgrund der finanziellen Situation, ob man nicht gemeinsame Ressourcen nutzen kann. Jedes Land entwickelt ein eigenes Vorgangsverwaltungssystem, kostet und verschlingt Millionen von Euros.
obwohl die Arbeit im Prinzip die gleiche ist. Ich denke, hier ist es auch dringend erforderlich, über die eine oder andere Ländergrenze hinwegzuspringen und Synergien zu bündeln. Auch das wäre etwas, was eine politische Aufgabe ist, die ich Ihnen mit auf den Weg geben will. Und auf der anderen Seite, glaube ich auch noch, müssen wir eines deutlich nochmal machen, dass wir gerade auch im Einsatzbereich unserer Kolleginnen und Kollegen mittlerweile an eine Grenze angekommen sind, dass die Belastung dermaßen groß ist, dass wir allein im Bereich der Bundespolizei eine Burnout-Rate von mehr als 25% haben. Das heißt, jeder vierte Kollege oder jede vierte Kollegin leidet an diesen Symptomen. Ich denke, dort muss Ruhe reinkehren. Die müssen auch endlich mal ihre Aufgabe machen können und die müssen auf der anderen Seite nicht einmal kreuz und quer durch die Bundesrepublik verschoben werden und das regelmäßig alle 5 Jahre, nur weil ein neuer Präsident sich da möglicherweise profilieren muss. In Anbetracht der Zeit höre ich jetzt auf. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich könnte sicherlich noch weiterreden, aber ich wollte meinen Kollegen auch noch was überlassen. Danke. Meine Damen und Herren, auch angesichts der Zeit habe ich Ihnen kein Manuskript mitgebracht, sondern will mich kurz fassen und Ihnen auch gleich Gelegenheit geben, das, was die Anhörung, ich habe das also als Vernehmung verstanden, aber über den Begriff bin ich auch erstmal gestolpert. Bürgerrechte im digitalen Zeitalter, das finde ich, ist ein hervorragendes Thema, vor allen Dingen für 3 Berufsvertreter, die ja, ich sage das immer bei Amnesty International, ich sage es heute erstmals bei Ihnen, die ja die größte Bürgerrechtsorganisation in Deutschland vertreten, nämlich die deutsche Polizei. Das sind über 250.000 Menschen, die sich an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden täglich um die Bürgerrechte kümmern. Ich finde, das ist schon ein hehrer Anspruch, aber auch gelebte Wirklichkeit und auch meine Überzeugung, dass das so ist. Sie haben die Erwartung, dass wir unsere Wünsche und Vorstellungen an die Politik, an Sie formulieren. Und ich will das auch gerne tun. Unbenommen von dem, was mein Vorredner gesagt hat, wir sind in vielen Punkten einer Meinung. Insbesondere beim Thema Vorratsdatenspeicherung, aber das wissen Sie. Wir sind nicht einer Meinung bei dem erstgenannten Thema. Bei dem Thema, den mein Vorredner Internetpranger genannt hat. Übrigens gar nicht mal ein Ausdruck, sondern ich glaube, die Bild am Sonntag hat den erfunden. Da darf man auch unterschiedlicher Auffassung drüber sein. Ich bin insbesondere bei den Auswirkungen ganz anderer Meinung, weil ich nicht glaube, von 82 Millionen potenziellen Lynchmördern umgeben zu sein in Deutschland. Aber in einem Punkt darf man auf keinen Fall unterschiedlicher Meinung sein, dass das, so wie es gemacht wird, auf keinen Fall so weitergeht. Dass nämlich die Politik den Schlaf der Gerechten schläft und sagt, solange wir nicht von irgendwelchen Richtern dazu gezwungen werden, reagieren wir auch nicht. Und dass die Justiz schöngeistige Rechtspflege betreibt, in Deutschland wie in Europa. Und dass der Schutz der Bevölkerung der Polizei vor die Füße geworfen wird, mit der Bemerkung, nur kümmert euch darum. Der Artikel 1 des Grundgesetzes verpflichtet alle staatliche Gewalt zum Schutz der Würde des Menschen, also auch die Politik und auch die Justiz. So schnell dürfen die sich nicht hier aus dem Rennen nehmen und sagen, wir machen keine Gesetze oder unzureichende, die einen machen Urteile und die Folgen all dessen hat die Polizei alleine zu tragen und wird ihr vor die Füße geworfen. Die Aufgabe von Politik im digitalen Zeitalter ist es, Gesetze zu machen. Der Polizei, den Vollzugsorganen zu helfen, sich im digitalen Raum rechtssicher zu bewegen. Und in den Workshops hier heute, das eine oder andere habe ich heute Vormittag nur im Livestream miterleben können, den einen eben noch tatsächlich live, ist vor allen Dingen deutlich geworden, dass sowohl Politik als auch Justiz Polizei regelmäßig allein lassen in der Bewältigung der vielen Rechtsunsicherheiten, die es hier gibt. Eins kann man allerdings auf jeden Fall sagen. Allein am Beispiel der Online-Fahndung, die Niedersachsen sozusagen als Prototyp auf den Weg gebracht hat und bei dem sich ja nun andere Länder auch bemühen. Allein die Tatsache, mit wie viel Energie, mit wie viel Arbeitseifer und mit wie viel Sorgen sich die Polizei selbst an dieses Projekt heranbegibt. Monatelangen Projektgruppen und Arbeitskreisen und weiß der Himmel was alles. Um sich darum zu bemühen, das möglichst rechtssicher zu machen.
Allein daran mögen Sie sehen, dass das für mich in weiten Teilen der Politik konstitutive Misstrauen gegen Polizei und Sicherheitsorgane unbegründet ist. Ich finde es auch schon einigermaßen skandalös, wenn insbesondere aus der Politik schon mit dem Raster an die Bewältigung von Rechts- und Justizproblemen herangegangen wird. Jetzt wollen wir erst mal überlegen, wie wir der Polizei und den Sicherheitsorganen möglichst enge Fesseln anlegen. Und dann sollen die mal gucken, wie sie damit fertig werden. Wenn Sie mal in die Länder hineinschauen und mal sehen, wie die Polizei zum Beispiel mit dem Instrument der Videoüberwachung umgeht, wie zögerlich und wie vorsichtig, dann werden Sie sehen, dass das rechtsstaatliche Bewusstsein in der Polizei tief verwurzelt ist. In meinem Heimatland in Nordrhein-Westfalen haben wir monatelang mit Anhörungen im Parlament und Expertenbefragungen und alles Mögliche über die Einführung von Videoüberwachung zur Gefahrenabwehr diskutiert. Mittlerweile hat die Polizei in diesem riesigen Land Nordrhein-Westfalen an 5 Kriminalitätsschwerpunkten insgesamt 19 Videokameras aufgebaut. Das entspricht der Kameradichte einer einzigen Lidl-Filiale in Deutschland. So zurückhaltend geht Polizei mit diesem Instrument um und so vorsichtig und so umsichtig, weil sie nämlich genau das verinnerlicht hat und mit der Muttermilch aufgesogen hat, dass wir nämlich nach rechtsstaatlichen Prinzipien unter Wahrung von Verhältnismäßigkeit, Erforderlichkeit und Geeignetheit, aber vor allen Dingen unter dem großen Aspekt Bürgerrechte bewahren und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten, vorankommen wollen. Deshalb ist es ungerecht, der Polizei von vornherein Missbrauchswillen und die Bereitschaft zu unterstellen, ihre Möglichkeiten auszuweiten, um des Ausweitens willen. Das bedeutet nicht, dass gerade im Internet Polizei sozusagen ohne gesetzliche Handhabe agieren soll. Ganz im Gegenteil, sowohl die Justiz als auch der Gesetzgeber sind aufgefordert, die Dinge zu formulieren, die sie denn wollen. Allerdings auch hier erlaube ich mir Ehrlichkeit und Gerechtigkeit anzumahnen. Denn eins geht nicht, dass sich Politik dazu aufruft, der Polizei Möglichkeiten zu verweigern und sich dieselbe Politik dann hinstellt und sich als Bürgerrechtsbewahrer feiern lässt und der Polizei die Defizite bei der Verbrechensbekämpfung vorwirft. Das geht nicht. Zur Ehrlichkeit und zur politischen Ehrlichkeit gehört dann auch dazu, dass derjenige, der zum Beispiel der Polizei das Instrument der Vorratsdatenspeicherung, und ich unterstreiche alles das, was mein Vorredner dazu gesagt hat, verweigert, der muss sich dann auch dazu bekennen, welche Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei dann nicht zur Verfügung stehen. Das gehört dann immer auch dazu. Wenn man das institutionalisiert und sagt, die Polizei bekommt dieses Instrument nicht, dann muss man auch dazu sagen, jawohl, wir stehen dazu, welche Ermittlungsinstrumente der Polizei jetzt nicht zur Verfügung gestellt werden. Und ich will eins gerne anmahnen. Das, was der Polizei an gesetzlichen Möglichkeiten im linksextremistischen Milieu nicht zur Verfügung steht, steht ihr im Übrigen auch zur Bekämpfung von Rechtsterrorismus nicht zur Verfügung. Das heißt, man hat in beide Richtungen als Gesetzgeber eine große Verantwortung. Lassen Sie mich noch ein letztes sagen, was das Personal der Polizei angeht. Es ist doch selbstverständlich, dass wir nicht diejenigen, die nichts davon verstehen oder keine Empathie für das Instrument haben und auch kein Gespür haben für Verhältnismäßigkeit, für Bürgerrechte, dass wir die an Online-Fahndung oder andere Instrumente heranlassen. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Polizei selbst im internen Bereich an Dienstvorschriften, an Ermittlungsarbeit im internen Bereich installiert, um darauf zu achten, dass Datenschutzvorschriften, übrigens auch solche, die gar nicht irgendwo stehen, eingehalten werden. Wenn das aber so ist, muss Polizei in die Lage versetzt werden, mit qualifiziertem Personal das dann auch zu leisten. Und das verbietet den Ausdruck aufkommensneutral. Ich kann ihn auch nicht mehr hören. Wann auch immer Politik irgendeine Idee hat,
was man jetzt alles machen muss und was jetzt alles neu gemacht wird, mit neuen Schwerpunkten und neuen Instrumenten und mit Personal. Zum Schluss kommt aber haushaltsneutral, soll das alles sein. Das wird nicht funktionieren, wenn Politik nicht bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen und der Polizei sowohl das technische als auch das personelle Instrumentarium zu geben, das sie in die Lage versetzt, Bürgerrechte zu schützen und gleichzeitig Sicherheit zu gewährleisten, dann wird das nicht funktionieren. Und deshalb noch eine letzte Bitte. Seien Sie der Polizei als Grüne in Ihrer Politik gewogen, und zwar nicht nur dann, wenn Sie irgendwo in der Opposition sind, sondern wir hätten es immer auch gerne in der Regierungsverantwortung. Das erlebe ich leider bei vielen anderen Parteien auch viel zu oft, dass wir Freunde immer nur in der Opposition haben. Und sobald dann Regierungsverantwortung übernommen wird, kommen dann Haushaltszwänge und alles Mögliche. Und auf einmal sind die Wünsche von Polizei und Beschäftigten dann nicht mehr so wichtig. Genau anders wünsche ich mir das. Ich weiß bei den Grünen, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Ich habe dort viele Jahre auch gewerkschaftlich gearbeitet und bin dort auch seit fast 40 Jahren Polizist in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß, dass es ganz ernsthafte und sehr solide und sehr erfolgversprechende Bemühungen in Ihrer Partei gibt, die Dinge voranzubringen, auch im Sinne der Belegschaft. Ich weiß aber auch, dass es mitunter gehörigen Krach gibt. Ich sehe das jetzt in Baden-Württemberg. Ich hoffe, dass das beides abschreckende Beispiele sind, denn nur wenn Sie nicht nur die Forderungen aufstellen in der Opposition oder als Partei, sondern hier auch dort, wo Sie in der Regierungsverantwortung sind, diese Forderungen dann in konkrete Politik kleiden, der Polizei nicht die Mittel kürzen, sondern der Polizei die Mittel an die Hand geben, um das, was Sie wollen und das, was wir gemeinsam wollen, auch zu realisieren. Dann kommen wir gemeinsam voran. Herzlichen Dank. Ja, wir sind ja drei Vertreter der Berufsvertretung der deutschen Polizei und jeder kann irgendwie immer ein bisschen anders. Und insofern habe ich mal, nachdem Ihre Kollegin Frau Jasberg mich auf dem letzten Drücker noch erwischt hat, Mensch, Sie können doch auch mal zeigen, dass Sie auch neue Medien können. Da habe ich gesagt, jo, mache ich. Wenn das denn so sein sollte, das mache ich natürlich sehr gerne. Sie haben es gerade gehört, ich bin vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Ich will Ihnen auch das vorstellen, was wir als Kriminalbeamte zu bewältigen haben. Ich kann Ihnen sagen, dass ich Sie sehen es dadurch, dass ich PowerPoint kann. Ich habe aber auch hier Smartphone und ich kann auch Facebook. Ich mache das alles mit. Ich finde, all das, was dort läuft, ist für mich auch an Informationsgewinnung, die mir so schnell zur Verfügung steht, bevor ich mich durch irgendwelche Bibliotheken durchhängeln müsste oder sonst wie. Ich bin ausgesprochen positiv von all diesen neuen Medien und nutze das auch. Das ist für mich etwas ganz Besonderes. Und es ist auch trotzdem so, gehen Sie mal ganz sicher davon aus, dass ich auch Geheimnisse habe. Das heißt also, ich bin nicht der sagt, ja, du bist ja Polizeibeamter, du machst ja nichts Verbotenes, also kann der ganze Staat auch alles wissen von mir, da ist ja nichts Verbotenes. Ja, so weit kommt's. Nein, nein. Es ist selbstverständlich so, dass jeder für sich seine persönlichen Intimbereich auch haben muss und so geht es das auch für mich als Polizeibeamten und so gehe ich auch mit meinem Beruf, so gehe ich auch mit meiner Arbeit um. Auch wenn wir als Polizei Fingerabdruckverfahren und Datenbanken und dergleichen also auch haben, aber wie gesagt, es gehört auch immer mit dazu, dass man das unter eine bestimmte Bedingung auch immer stellt. So, und das war jetzt, glaube ich, nur so hin. Ich will Ihnen das ganz kurz schildern und zwar ein Ausblick aus Kriminalistik, also das, was wir im Moment also auch schon können. Wir können analog ausgesprochen gut. Wir können im Bereich von Kriminaltechnik sind wir hervorragend. Wir können mit dem, was sich zwischenzeitlich auch durchgesetzt hat, Umsetzung von DNA-Spuren, was wissenschaftlich mittlerweile möglich ist, was wissenschaftlich möglich ist an Auswertung im Bereich von Physik, Biologie, Chemie. Und nicht nur das, sondern auch in dem Bereich von Analytik. Wir sind dort mittlerweile auf ganz hervorragenden Bereichen, wo wir auch gute Ergebnisse abliefern mit all diesem
Straftaten, die wir in dem, ich nenne das einfach auch klassische Tatortarbeit, so zurechtkommen. Wenn Sie jetzt das lesen, könnten Sie natürlich da drauf kommen, aha, Sie sind doch zu doof. Nee, das ist etwas anders gemeint. Und zwar hat es immer damit zu tun, unter welchen Bedingungen ich bestimmte Aufgabenstellungen auch erledigen kann. Wie ich das also auch zu erledigen habe. Wir merken, dass gerade, und das sind ja nur diese Beispiele, das sind ja nur diese Oberbegriffe, dass sich die Formen von Straftaten verändern. Nicht nur die Form selbst, sondern es gibt ganz neue Straftaten über die neuen Bedingungen. Und es gibt aber auch Straftaten, die vorher analog stattgefunden haben, jetzt aber wesentlich einfacher zu begehen sind, erfolgversprechender und erfolgreicher auch für den Straftäter eben halt auch unter der Nutzung der neuen Technologie. Und wir haben auch etwas, das auch neu ist, dass wir Straftaten haben, die in der virtuellen Welt beginnen und dann aber auch wieder zurück in die analoge Welt wechseln. Das heißt, Sie werden, hoffentlich sind Sie nicht davon betroffen, aber mit Sicherheit schon drüber gelesen haben, alles was in dem Bereich von Mobbing, Stalking oder wie auch immer auch ist. Wenn also praktisch die Gewalt, die aus der Distanz formuliert wird im Netz, man ist ja Distanz, das kann man ja machen, die dann aber in die Gewalttätigkeit in der realen Welt tatsächlich also auch stattfindet. Das ist etwas Neues. So, und jetzt einfach mal eine Fragestellung jetzt für uns aus kriminalistischer Sicht. An sich sind es nur zwei Dinge. Nur zwei Dinge, die für uns unsere Arbeit ganz und gar anders machen. Und zwar das eine ist tatsächlich, dass es die Identifikation im Netz nicht gibt, so wie es sie in der analogen Welt gibt. In der analogen Welt haben wir Personalausweis, Kfz-Kennzeichen, Meldegesetz, was weiß ich auch immer. Das ist das, was wir im Netz nicht haben. Denn das wissen Sie selbst, Netz basiert letztendlich ja auch auf Vertrauen. Und was wir in den ganzen Foren bisher auch schon gehört haben, ist, Netz findet, wie soll ich das sagen, sperren Sie mal mit einem Flatterband einen Tatort im Internet ab. Ja, hat da einer eine Idee? Geht nicht. Es geht den Willen, oder wie? Aber es geht nicht. Es geht nicht, es ist keine regionale, keine territoriale Sache, sondern das Netz ist selbstverständlich global und weltweit auch unterwegs. Und das ist auch, was für uns neu ist. Also die Art, das also auch zu bekämpfen. Wir haben, ich gehe auch mal ein bisschen forscher und schneller mal mit da durch, das, was wir zu machen haben, ist, ich habe es gerade beschrieben, das ist also auch diese neuen, das ist der obere Teil der Computerkriminalität im engeren Sinne, wie da eben halt auch beschrieben ist, das sind die neuen Arten von Straftaten. Aber wir haben auch die anderen Straftaten, die praktisch nur zur Hilfenahme das also auch haben. Das können über Erpressungsdinge sein oder wie auch immer. Sie können als Beispiel vorhin fiel einmal das Stichwort mit Ucash in einem der Foren. Das ist etwas, was in einer totalen Distanz stattfindet, wo aber eben halt auch über eine Erpressungs-E-Mail jemand sagt, also deine, was weiß ich, deine Wohnung, dein Auto kann abbrennen, wie auch immer, deine Tankstelle, wenn du nicht von deiner Tankstelle, die in der Nachbarschaft ist, hingehst, an dem Ucash-Schalter für 500 Euro Gutscheine kaufst und die Zahlen, die da drauf sind, per E-Mail mir schickst, dann ist alles gut. Ucash ist so, dass man mit Bargeld an Station, am Kiosk, an der Tankstelle, wie auch immer, einen Gutschein bekommt, den rubbelt man frei und da hat man eine Zahlenreihe und diese Zahlenreihe kann durch Nutzer im Netz eben halt auch wieder zu Geld gemacht werden, umgesetzt werden. Absolut ohne irgendeine Identifizierung findet so etwas auch statt. Neu, was dann eben halt auch stattzufinden hat. Und was auch neu ist dabei, dass wir diese Körperlichkeit zu dem Straftäter so auch nicht haben, sondern das sind eben halt Leute, die virtuell stattfinden. Die Leute, die diese Straftaten, diese neuen jetzt aber auch begehen,
machen das ja nicht, weil die jetzt den Fachhochschulstudiengang, was weiß ich, Computerkriminalität oder was bedienen. Nein, sondern die haben natürlich Möglichkeiten, wenn sie einigermaßen im Netz sich zurechtfinden und durchkommen, mit ganz geringem Aufwand und auch mit, na, ich nenne es ruhig, mit geringem Intellekt ganz große Erfolge erzielen können. Sie können sich in ihrem Netz die Werkzeuge dafür auch holen von dem Programm, das automatisiert nach Passworten eben halt auch sucht. All diese Dinge sind mittlerweile ziemlich einfach zu holen. Man kann darüber, es gibt in dem, was ich zu Anfang also auch einmal sagte, im Bereich der Underground Economy, wo Sie sich Werkzeuge bestellen können, da können Sie auch bestellen, dass ein DDoS-Angriff auf, was weiß ich, 2 Millionen Empfänger ist möglich. Sie können Ihre Daten im Underground Economy holen, Sie können Visa-Karten bestellen und dergleichen, die vorher abgegriffen sind. Das ist alles zwischenzeitlich möglich und alles mit, und das ist es, und das ist deswegen auch für mich zumindest das Besorgniserregende, dass es mit ausgesprochen wenig Aufwand möglich ist, so etwas auch durchzuführen. Ich nehme mal nur den unteren Punkt, das, was wir zu tun haben. Und wir müssen auch einen Sprachgebrauch irgendwie finden. Es ist nicht möglich, mit analogen Mitteln, Möglichkeiten, Straftaten aus der digitalen Welt zu bekämpfen. Das geht nicht. Auch wenn wir das vielleicht so im Kopf haben, das geht definitiv nicht. Sondern wir müssen etwas, und das ist das, was wir an Gerichtsbarkeit im Moment auch haben, wir müssen etwas beweiskräftig formulieren, das dann auch in einer Hauptverhandlung, in einer Gerichtsverhandlung tatsächlich stichhaltig und überzeugend für den Richter auch ist. So, und jetzt komme ich und will das natürlich auch immer gerne wieder nutzen. Wir haben da den ganzen Tag drüber gesprochen, ob wir das nun Speicherung von Verbindungsdaten oder Vorratsdatenspeicherung oder wie auch immer sind. Ich bin der Meinung, dass solange das Gericht auch diese stattgefundene Kommunikation als Beweis akzeptiert, um auch eine Straftat Einschätzung zu finden und dann letztendlich auch zu einem Ergebnis in dieser Verhandlung zu kommen, müssen wir darüber reden, wie so etwas auch tatsächlich stattfindet. Die Forderung dazu ist nicht nur wie soll ich sagen, gibt uns jetzt endlich die Vorratsdatenspeicherung. Das ist auch, das trifft es nicht richtig. Es richtig ist, uns müssen die Bedingungen an die Hand gegeben werden, dass wir die neuen Formen von Kriminalität, die im Netz, in der digitalen Welt stattfindet, dass wir Werkzeuge dafür an die Hand bekommen. Darum geht's. Und wir haben vorhin gerade in dem Kollegenkreis auch schon drüber gesprochen. Was ist Sprachgebrauch? Durchsuchung des Computers, was ist das letzten Endes? Also das sind alles Dinge, die tatsächlich noch so einen analogen Sprachgebrauch haben, auch, aber etwas anderes meinen. Und das ist aber falsch. Wir müssen eine Trennung herstellen. Wir müssen eine Gesetzgebung herstellen, die auch die Bedingungen und die Möglichkeiten und die Erfordernisse der Kriminalitätsbekämpfung im Netz auch tatsächlich berücksichtigen. Das ist das ganz Entscheidende. Ich lasse mal die anderen beiden Punkte weg. Und jetzt geht es nochmal um die Aus- und Fortbildung für uns als Kriminalisten, die im Ermittlungsbereich diese Dinge zusammenführen müssen, die Spuren sichern müssen, die letzten Endes auch erforderlich sind. Und das geht nicht einfach dadurch, dass man Polizeibeamter wird und so, jetzt kann ich alles, schön wär's. Und dann komme ich gerne mal auf das zurück, was mein Kollege Rainer Wendt also auch sagt, wo Politik dann auch sagt, so, Mensch, hier habt ihr 209 Polizisten und die können alles. Nee, sie können es definitiv nicht und wir wissen es, dass wir nicht alles können.
Das ist es. Wir wissen, dass wir nicht alles können. Aber wir müssen für diesen speziellen Bereich, den es auch gibt, den Bereich von Ermittlungen und dann noch in diesen einzelnen unterschiedlichen Facetten, auch noch von der Wirtschaftskriminalität angefangen bis zur Internetkriminalität, uns die Fachleute zusammenholen. Wir müssen die spezielle Ausbildung stattfinden lassen dafür. Wir müssen die Leute zusammenführen, die auch wissen, wie Internet funktioniert und nur irgendjemand, der das mal gelernt, studiert hat, das reicht noch nicht. Wir müssen ihm auch noch die Möglichkeiten über seine technischen Dinge, über die Zusammenhänge, auch noch das Kriminalistische, die Denkweise auch noch mit zusammenführen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir die Forderung stellen, und das machen wir vom Bund Deutscher Kriminalbeamter schon ewig, meine beiden Kollegen kennen das, und für die ist an sich auch die letzte Folie auch gedacht, dass wir der Meinung sind, dass etwas Spezielles ist, die einen speziellen Ausbildung, eine spezielle Vorbereitung auf diese Aufgabenstellung auch ist. Und wenn Sie das von der Politik unterstützen wollen, haben Sie uns an der Seite. Schönen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen allen. Und ich denke, da ist eine Menge an Diskussionsstoff zusammengekommen jetzt. Und natürlich wollen wir es eben nicht nur bei der Anhörung oder bei der Verhörung der Polizei belassen, sondern ich denke, es ist richtig, jetzt auch vielleicht die Möglichkeit zu lassen, für den einen oder anderen oder die eine oder andere auch nochmal eine Frage zu stellen und im Anschluss oder vielleicht einen Kommentar, eine Erwiderung dazu zu geben, und im Anschluss werden wir dann in der Runde mit den sozusagen mit den grünen Politikern, Politikerinnen, Antje Möller und Susanna Tausendfreund und auch mit Oliver Pohl, den wir jetzt noch als Vertretung von Tilt Steffen mit auf das Abschlusspodium holen wollen, darüber diskutieren. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal nochmal vielleicht Punkte, die jetzt aufgekommen sind bei der Stellungnahme der Gewerkschaftsvorsitzenden. Bitte. Ich habe eine kurze Frage an den Herrn von der BDK. Und zwar haben Sie ein Wort auf Ihren Slides gehabt, was ich nicht verstehe. Und ich bin Techniker, von daher habe ich das umso mehr verwundert. Und zwar der Begriff der hybriden Multiprotokollangriffe. Also ich habe jetzt auch nochmal geguckt, was das sein könnte. Und mir ist nicht klar, was das jetzt für eine Bedrohung ist, die die Polizei dort zu bekämpfen hat. Ja, das weiß ich definitiv auch nicht. Also ich bin höchstens auf der Stufe bis 3. Das heißt also, Passwort automatisiert zu überprüfen, diese Art von Software und dergleichen. Das sind natürlich keine Folien, die ich selbst so entwickelt habe, sondern das sind Dinge, die ich mir so auch beigeholt habe. Und das ist, aber der entscheidende Punkt ist ja mit dabei, wie diese Ausbildung oder wie viel Wissen man zur Verfügung haben muss, um tatsächlich auch so agieren zu können. Und das ist gering, und das ist das, was gezeigt werden sollte. Direkt dahinter und dann auf der anderen Seite. Nur kurz, der Begriff ist mir auch aufgefallen, das stand ganz rechts bei einfach, aber gut. Aber ich habe so verstanden, dass das... Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Okay, wir gehen nochmal rüber zur anderen Seite, da war auch eine Meldung. Thema Fachkräfte fiel ja. Es gibt ja nun seit vor nicht allzu langer Zeit ist das initiiert worden, so Ansätze, gerade im IT-Bereich auch, zumindest für die Bundesebene jetzt, diesen Fachkräftemangel durch Anreizschaffung zu beheben. Haben Sie da noch andere Ideen vielleicht? Es geht ja auch häufig um monetäre Fragen. Gibt es vielleicht auch andere Anreizmethoden, die Sie vielleicht auch für die Polizei konkret sehen, wie man dieses Personal anwerben könnte und eben sich nicht wegschnappen lassen muss von der Privatwirtschaft? Herr Wendt möchte direkt darauf eingehen. Dann. Ja, es gibt dafür auch ein aktuelles Beispiel. Die Polizei in Bayern hat jetzt
in einem ersten Angriff dafür eine Art Sonderlaufbahn geschaffen. Das heißt, sowohl Wirtschaftsspezialisten als auch IT-Spezialisten in die Polizei eingestellt, ihnen dann eine kriminalistische Ausbildung gegeben und sie auch für diese fachspezifische Verwendung nur zugelassen. Ob das ausreichen wird, was das Besoldungsangebot angeht, ja, es ist ausgesprochen schmal und es ist ein Anfang, aber ja Gott, so ist das nun mal immer. Ich glaube, dass das vom Ansatz her schon mal der richtige Weg ist, ob das Besoldungsangebot ausreicht, um die Leute nicht ein paar Jahre später wieder an freie Wirtschaftsunternehmen oder an Sicherheitsunternehmen zu verlieren, da habe ich allerdings meine erheblichen Zweifel. Wollen Sie noch ergänzen, Herr Kassende? Also meine Informationen sind, dass ein Großteil dieser aus Bayern angeworbenen zwischenzeitlich auch schon wieder weg sind, weil es also auch andere Anreize gibt. Es ist tatsächlich so, man muss ja gucken, wenn man in einem System von Behörden, von Beamten auch drin steckt, ist es ausgesprochen schwierig, das aufzubröseln, dass man sagt, so, ich bin was Besonderes, ich habe eine besondere Aufgabenstellung, ich will eine besondere Besoldung, eine besondere Wertigkeit. Das ist ausgesprochen schwierig in diesem sehr, sehr schwergängigen System Beamtenschaft also auch zu machen. Ich bin aber ziemlich sicher, dass wir uns verändern müssen und auch werden, weil wir nämlich diesen ganz hohen Bedarf auch haben an diesen Fachkräften und nur einfach, die kriegen jetzt mal 200 Euro mehr als die anderen, die normalerweise Anfänger sind oder Dienstanfänger bei der Polizei sind, das reicht definitiv nicht aus. Es muss eine Perspektive sein, das muss auch Möglichkeiten über besondere Verantwortlichkeiten und dergleichen. Es kann ja das etwas geben, was es in anderen Bereichen auch gibt, dass man diese Dienststellen also nicht nur ausführend, sondern auch wissenschaftlich arbeiten lässt und dergleichen. Also da gibt es einige Anreize, die man durchaus machen könnte. Dann geben wir das Mikro nochmal kurz an Herrn Witthaut und dann würde ich zum Abschlusspodium hier übergehen. Ja, in der Tat ist es so, dass wir in unserem Bezahlsystem oder auch in der Besoldungsstruktur letztendlich so eingebunden sind, dass wir aus diesem ganzen Dilemma eigentlich nur rauskommen, wenn wir wirklich eine Sonderlaufbahn schaffen oder wenn wir möglicherweise in dieser Form die Menschen mit monetären Anreizmitteln locken. Wir haben den Wettbewerb gerade auf diesem Gebiet. Die Firmen und die Privatindustrie arbeitet ja genauso. Der Beste ist, kriegt am meisten Geld. Und dieses Prinzip gibt es im öffentlichen Dienst zurzeit überhaupt nicht, aber es ist einer der Mankos, deswegen werden wir aus meiner Sicht zumindest auf diesem Gebiet, in diesem Gebiet, auch in den nächsten Jahren immer weiter hinterherhängen. Eine Durchlässigkeit, eine Öffnung unserer Strukturen wäre in diesem Sinne sehr hilfreich, wäre aus meiner Sicht eine politische Aufgabe. Okay, dann bedanke ich mich soweit an die drei Gäste von den Polizeigewerkschaften. Wir haben natürlich auch für die beiden anderen noch die Schokolade, die obligatorisch ist.